Gut, ja, willkommen zurück. A zum nächsten Part und B, Sie sind in den Aufnahmen zu sehen. Verdammt Axt. Aber dann wisst ihr wenigstens, worüber ich mich so sehr aufrege. Was haben wir denn da? Noch einen Sack. Mit einem tiefen Pilz. Als ich ein Kind war, kam der Aal jeden Winter hierher. Ich musste bei den Hunden schlafen. Ach, die Mabari sind doch cool. Da wird selbst ich gerne dabei. Ich kann die Wachen ablenken, aber ihr müsst schnell sein. Wartet, wir müssen unsere Verkleidung anlegen. Rasch, meine Herrin hat nicht viel Zeit. Seid ihr soweit? Ich werde die Wachen ablenken. Wozu sind die Uniformen gut, wenn sie uns nicht reinbringen? Die beiden wissen, wer kommen und gehen darf. Ihr könnt sie nicht täuschen. Aber im Haus dürfte die Uniform ihren Dienst erfüllen. Nun gut, gehen wir. Ich locke sie in den Hof. Wartet in den Büschen. Wartet in den Büschen. Ihr müsst kommen. Ich habe etwas gesehen am Brunnen. Dunkle Brut, fürchte ich. Dunkle Brut? Sie werden uns alle nach unten ziehen und auffressen. Sollen wir Hilfe anfordern? Bist du völlig bescheuert? Hilfe anfordern? Damit wir dastehen wie furchtsame kleine Mädchen? Nur wegen eines klingohrigen Frauenzimmers? Sie werden uns bei lebendigem Leib auffressen. Bitte holt Hilfe. Aber wenn da etwas ist und wir nicht Alarm schlagen, stehen wir noch viel schlechter da. Bei Andrastes heiliger Unterwäsche. Gut, wir überprüfen den Hof, damit du dir nicht in die Hosen machst. Aber da ist nichts. Danke. Oh, es war hier drüben. Schnell! Ach ja. Gut gemacht. Es hat ewig gedauert, die beiden loszuwerden. Ihr müsst jetzt vorsichtig sein. Die Diener sehen sich jemanden in Uniform nicht genau an. Für einen Koch sehen alle Wachen gleich aus. Aber versucht trotzdem nicht aufzufallen. Die meisten Wachen sind neu und werden nicht sofort erkennen, dass ihr nicht dazugehört. Haltet euch besser von allen fern und fallt nicht auf. In einem Gästezimmer an der Haupthalle. Andraste, leite uns. Ach ja, wo ist Anora? So. Die Küche ist eine Schande. Wie konnten die Bediensteten des alten Aals hier je etwas kochen? Niemand hat je behauptet, dass die Kendalls von irgendwas Ahnung hatten. Wird erledigt. Auch wenn ich ihre Öfen nicht mal zur Müllverbrennung benutzen würde. Der Braten wird auf einer Seite angebrannt sein. Hau sollte die Hütte abreißen und neu errichten. Dann müsste er alle seine Burgen abreißen. Ja, wahrscheinlich. Der Aal ist nicht gerade eine besonders genügsamer. Soweit wir wissen. Ich brät der Kauf hier. Wochen sind. Und leider habe ich auch Soundbugs, sonst müsste das die ganze Zeit durchgehört werden. Ich weiß, dass du blöffst. Wollt ihr Karten spielen oder plaudern? Schön. Herr Bauer, heute wird's wieder spät. Alter, sind das viele. Zu beschreiben. In dem Licht sind Worte mehr als Geröll an einem Gebirgshang. Die Mysterien der Ich mag große Schlachten. Der Typ ist ein bisschen irre. Eine schicke Vorsi. Meine Füße schlafen ein. Oh, du armer, deine armen Füße. Oh, nee. Es war nur ein Fetzen. So, da ist die Haupttür.
Oh, der magischer graue Wächter ist hier, Herrin. Dem Erbauer sei Dank. Ich würde euch ja angemessen begrüßen, aber wir hatten einen Rückschlag. Welche Art von Rückschlag? Es reichte meinem Gastgeber nicht, mich bewachen zu lassen. Er hat die Tür magisch versiegelt. Wie öffnen wir sie? Mit dem Magier, der den Zauber gewirkt hat. Er ist vermutlich bei Hau. Gut, ich bin gleich wieder da. Danke, Wächter. Ich werde für euch beten. Taryn Hau ist vermutlich in seinen Gemächern. Am Ende der Halle, auf der linken Seite. Roger that. Taryn Hau ist... Letzte Tür links. Hab sowieso noch ein Hühnchen mit dem zu rupfen. Da gibt's noch ein Buch. Wird erledigt. So, auf der Seite noch irgendwas? Nope. Gott, das Anwesen ist auch so riesig. Unglaublich. Die Haushälterin wird uns hören. Wenn das so ist, kommt her. Ich sag dazu jetzt nichts. Einfach nur awesome. Mhm. Sehr schön. Schatzkammer. Ja, damit. Ich werde es tun. Jawohl, ein paar schöne Wundumschläge kassiert. So gefällt mir das. Ein weiteres Sehr Buch. Schön. Ein Dokumententruhe. Dokumente der grauen Wächter. Wo hat denn der Schwein die jetzt her? Was? Wer geht da? Holla. Danke, dass ihr für Ablenkung gesorgt habt. Ich habe Tage auf so eine Gelegenheit gewartet. Könntet ihr vielleicht... Alistair, seid ihr das? Wer... Wartet. Ich kenne euch. Ihr wart bei meinem Beitritt. Er ist einer von uns. Ein Wächter aus Orlais. Jada, glaube ich. Oder Monsimar? Ich fürchte, euer Name ist mir entfallen. Ich bin Riordan, leitender Wächter von Jada. Geboren und aufgewachsen in Hyever. Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein. Wie hat Alho euch gefangen genommen? Mit Gastfreundschaft und einem vergifteten Kelch. Ich war so dumm zu glauben, Loghain wüsste noch nicht, wer ich bin. Wo ist Hau? Oder, na, sind das eure Dokumente? Ja, das sind meine Aufzeichnungen. Die Namen der Toten von Ostagar, die ich kannte oder aus Duncans Rekrutierungsberichten entnehmen konnte. Kopien des Beitrittsrituals, die ich aus Denorim retten konnte. Kein Außenstehender darf sie je zu Gesicht bekommen. Aber ich vertraue auf ihre Verschlüsselung. Beitrittsritual? Könnt ihr Graue Wächter ernennen? Das würde ich, wenn ich könnte. Ferelden würde sie dringend brauchen. Allerdings braucht der Rekrut für den Beitritt nicht nur frisches Blut der dunklen Brut, sondern überdies einen Tropfen Blut eines Erzdämons. Fereldens Vorrat davon ist aus der Schatzkammer verschwunden. Ich vermute, dass ihn jemand genommen und Loghain ihn konfisziert oder vernichtet hat. Das ist schlecht. Dann müssen wir ihn zurückholen. Wie ihr wisst, sind die Erfolgsaussichten des Beitritts ohnehin gering. Loghain hat den Wächtern weit mehr angetan, als uns neuer Rekruten zu berauben. Und wenn man den Gerüchten in Denorim Glauben schenkt, plant ihr bereits seinen Sturz. Oder? Jo, wo ist Hau? Ich sah ihn in die Kerker gehen. Vielleicht ist er noch dort. Was macht ihr hier? Oder, ja, doch, eigentlich schon. Die meiste Zeit versuche ich, den Mund zu halten. Ich wurde hierher entsandt, als König Kaelin keine Nachricht aus Ostagar schickte. Der König hatte alle Wächter aus Orlais mitsamt ihrer Truppen zu sich gerufen. Und dann... nichts. Wie groß ist eure Streitmacht?
Wir hatten 200 Wächter und 2 Dutzend Kavalleriedivisionen. Wir hörten zum ersten Mal von Loghains Edikt, als wir an der Grenze abgewiesen wurden. Und dann erreichte uns das Gerücht, dass Wächter für das Massaker verantwortlich waren. Also beschlossen wir, einen Kundschafter zu entsenden, um herauszufinden, wie wir gleichzeitig die Verderbnis und Loghain bekämpfen können. Als Kind für Reldens meldete ich mich natürlich freiwillig. Nun, das wäre äußerst hilfreich. Ja, warum kommt ihr nicht mit mir? In meiner momentanen Verfassung wäre ich euch keine große Hilfe. Und mit Verlaub, ich habe das plötzliche Bedürfnis, ein wenig frische Luft zu atmen. Ich stoße später zu euch, sobald ich ein Medikus gefunden habe. Und viel Glück, Bruder. Vielen Dank. Und hoffentlich sehen wir uns wieder. Denn die Wachen oben haben wir nicht ausgeschaltet. ja, da geht es dann runter in die Folterkammer anscheinend. Und den Kerker, Alter, was der hier wieder für... Wir gar nicht wissen, wie sie dem armen Kerl zugesetzt haben. Alle Schweine, die unter Logan dienen. Macht sie fertig. Wer ist da? Ach, Albert hier nicht rum. Ihr kennt mich. Ihr haltet euch für gerissen, nicht wahr? Wer auch immer ohne Hauserlaubnis hierher kommt, gehört uns. Ich glaube, wir bekommen endlich ein bisschen Unterhaltung, Jungs. Na dann, stirb. Jawohl, war nicht verpackt. Schlecht. Irgendwelche Fallen ausgelöst, ja. Da, dammit. Scheiße, ich brauch nicht so eine Heilsprache. Gruppenheilung. Ich bin soweit. Das dauert. Komm. Wir müssen Wachen gar nicht zu unterschätzen. Ernsthaft, die sind nicht zu unterschätzen mit ihrem Fuck-Dauer. Boah. Ja, und weg. Wenn das jeder da von denen ausführt, den Bogenschützen ordentlich schaffen. Verdammte Axt. Muss ich meiner unbedingt nochmal beibringen. Ich werde es tun. Und das wird erledigt. Wie ihr meint. Hau, du wirst sterben. Für das, was du hier anrichtest. Genau, heilende Aura bitte. Dankeschön. Da kommen wir nicht rein. Eventuell aber durch. Ich werde es tun. Nein, da brauchen wir jetzt wirklich einen Schlüssel. Dann gibt es nur einen Weg für uns. Sehr schön. Immer mittendurch. Ganz schön viel Blut. Hey ho, Liliana ist ein Level Up. Wir geben ihr mal ein bisschen Stärke, damit sie Rüstungen tragen kann und Sterblichkeit. Nun hat sie ein besseres Geschick im Gegner vernichten. Und wir schauen uns ein wenig im Keller um. Ich werde es tun. Nehmen alles mit, was wieder nicht nied- und nagelfest ist. Und freuen uns, dass wir nichts wirklich gefunden haben.